Lösung für ein Problem, und zwar jahrelang ging die Kommunikation vom PC hin zum Samsung S21 Ultra nicht mehr. Irgendwie war das sehr hakelig. Ich habe eine Menge Foren durchgelesen, auch von Samsung-Foren. Nichts hat funktioniert, kein Tipp. Jetzt habe ich eine Lösung gefunden. Nach über 2 Jahren habe ich durch ein bisschen Rumprobieren und glücklichen Zufall, glaube ich, die Lösung gefunden. Man sieht auch hier, jetzt die Verbindung geht. Ich habe ein vieradriges Datenverbindungskabel von USB nach dem Handy Samsung S21 gelegt. Und auf einmal erscheint auch wieder der Router. Früher konnte man hier keinerlei Daten sehen. Wenn ich jetzt draufklicke, das ist mein Handy, das heißt Router, dann kann ich tatsächlich wieder auf alles zugreifen, auf alle Dateien, alles löschen und so weiter, wie sich das gehört. Auch das Kopieren, das Backup machen geht wieder. Das ging vorher auch nicht. Und wenn man das Handy jetzt anschließt, ich schließe es mal ab und ich schließe es mal an. Na, so. Dann erscheint jetzt hier diese Fotoanzeige und wir können dann hier auch die Dateien anzeigen lassen. Das mache ich jetzt mal nicht. Ursache, man geht auf den Start-Icon unten links, auf Einstellung und hier auf Telefon und hier war beide ausgegraut. Ich hatte eben zu Testzwecken bei beide an, dann ging es auch. Aber es scheint auch zu reichen, wenn nur der untere an ist, bei Windows 10, Anzeigen von Vorschlägen für die Verwendung meines Mobilgeräts unter Windows. Auf einmal geht wieder alles. Und das Handy funktioniert perfekt. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Grüße.